Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Wir reagieren heute auf die Carmen Gang, wir reagieren auf Nash Feat AZ, Kristall heißt der Song, produced ist das Ganze bei Lucry und Suena, Leute. Lucry und Suena ist sowieso so ein Team mit der KMN Gang. Diese Combo hat wirklich krasses rausgehauen. Leute, Nash und AZ sind am Start. Diese Combo. Okay, warte, ich habe schon auf Dingens gedrückt. Wir gehen kurz in die Infobox eben. Das Album Kristall erscheint, ne, steht hier da. Videos von Sonnen Productions. Okay, liest man letzte Zeit wirklich öfters. Stabil auf jeden Fall. Produzenten haben wir ja schon gesagt. Let's go auf jeden Fall. Kopfhörer rein. Ballert mir weitere Vorschläge rein. Guckt immer auf, was ich schon reagiert habe. Ach du Scheiße, Digga. Ein Knopf, du drückst, alles geht hier auseinander. Okay. Ist die Facecam ein bisschen schief? Egal, Bruder. Wenn es schief ist, egal. Seh den Mond auf dem Asphalt, es ist Mitternacht. Leg die Kette um meinen Hals wie ein Ritterschlag. Okay, Digga. Unerwartet direkter Einstieg. Finde ich immer gut, Alter. Finde ich immer gut. Ihr wisst das, Digga. Ich fühle das gar nicht, wenn da so irgendwie langer Beat abgespielt oder so ist, Alter. Hava? Ist das ein neuer Song? Ich weiß es nicht. Okay. Weiter geht's. Liegen Kugeln aus der mattschwarzen S-Class. Im Hotel mix ich Wodka mit Zeltas. Das LKA in meinen Nacken und sie suchen es. Ich hab 30.000 Euro in dem Boot versteckt. Und wir cruisen in dem Lamborghini. Okay, Alter. Bis jetzt kann ich natürlich nicht viel dazu sagen, außer, dass das, was auf seinem T-Shirt steht, auf jeden Fall stimmt. Ansonsten, Digga, kann man noch nicht viel dazu sagen. Leute, falls ich überbelichtet bin, sorry an der Stelle. Dafür kann ich jetzt gerade nichts ändern, Mann. Violett, gib ihn Kickdown, bis nach Budapest. Fuck das Kilo Meth in die Jacke von MS. Die erste Rolli war gefälscht, aber wir waren echt. Keine Gefühle, nein, mein Herz ist ein Eisblock. Immer noch dieselbe Straße unter den Nike Shocks. Boah, die Stimme von Nash ist gerade geil. Also so dieses, wie er rappt, als würde da voll viel Leid mit rauskommen. Früher die erste Rolex war gefälscht, früher war so und so, heute so und so. Es wirkt irgendwie authentisch, so wie er das gerade einrappt, Alter. Muss es auch, Alter, muss es auch. Sonst, wenn er einfach nur sagt, okay, so leblos etwas Rap, dann fühlt man das als Zuhörer nicht, aber man fühlt hier schon mit. Und wir tragen Silberketten, Silber APs, rauchen Silber Haze, fahren Silber AMGs. Und wir tragen Silberketten, Silber APs, Ketten Cartier, machen Scheine, bis wir reingehen. Bin ich nur in diese Lage gekommen. Diese Line hier mit, tragen Silber das, Silber das, Silber das. War schon geil, Digga, die war schon geil, okay. Jetzt kommt AZ rein, AZ, der Hookmaker, meiner Meinung nach. Herz ist Beton durch die Ware im Kopf. Immer da, wenn sie fragen nach Stoff. Sie wollen Kristall, Kristall. Wie bin ich nur in diese Lage gekommen? Herz ist Beton durch die Ware im Kopf. Ey, geil, dass sie sich in der Hook auch abwechseln, ne? Das ist ja was komplett Seltenes, wenn Künstler sich abwechseln in einer Hook. Meistens hat nur einer von denen dann die Hook. Sehr, sehr geil. Und für mich von der KMN Gang, der die besten Hooks macht, AZ, finde ich. Einer trägt dir seine Narbe umsonst. Sie wollen Kristall, Kristall. Ja, kein volles Magazin durch deine Fensterscheibe. Ich ficke alle deine Kettenreime. Beste Preise, Schwarzgeld, doch bunte Scheine. Ist das nicht so ein Spot, der so typisch ist? So ein bisschen öfter hat man AZ nicht hier schon mal gesehen? War nicht sogar AZ mit Albi hier bei dem Song, ich weiß nicht, ich glaube, es war der Song 2, kann das sein? Vielleicht täusche ich mich auch. Okay, Columbia. Ein Leben auf Messerschneide, raus aus dem Knast, immer wieder reingehen. Fotos an der Wand im Kinderzimmer, Heimweh. Ja verdammt, ich sitze im Loch, aber viel zu oft, aber mach dir keinen Kopf, Mama, ich glaub an Gott, Mama. Das Krasse bei AZ ist einfach immer, dass er seine Mutter, egal was er macht, man hört sie gefühlt in jedem Song. Und das heißt einfach für mich, der Junge dreht durch, Junge. Er macht alles für seine Mutter. Und das finde ich einfach so ehrenvoll, weil ich glaube ihm das alles. Ich kenne ihn nicht, aber ich glaube ihm das alles, weil er hat das jetzt in 100 Songs gesagt. Heute Ghetto Star, alles ist perfekt. Ohne Ende Geld da, aber Papa weg. Kein Entkommen, dieses Leben verführt. Denn am Ende heißt es Ehre, wem Ehre gebührt. Und wir tragen Silberketten, Silber APs, rauchen Silber Haze, fahren Silber AMGs. Ich mag die Stelle hier voll, ne, von Nash. Wir
tragen Silberketten, Silber APs, tragen Silberhelms, Silber. Die Stelle, die hat so Ohrwurm, ne? Und wir tragen Silberketten, Silber APs, Ketten KT, machen Scheine, bis wir reingehen. Bin ich nur in diese Lage gekommen, Herz ist Beton durch die Ware im Kopf. Ey, Digga, der Beat ist auch nice. Ist so ein typischer AZ-Beat. Ich kann das nicht mal beschreiben, aber AZ fährt irgendwie im Deutschrap seine eigene Schiene. Das finde ich so nice, weil er hat so komplett Wiedererkennungswert. Und Nays Stimme sowieso. Sowieso Wiedererkennungsmerkmal. Digga, gefällt mir gerade gut, ne? Da, wenn sie fragen nach Stoff, sie wollen Kristall, Kristall. Wie bin ich nur in diese Lage gekommen? Herz ist Beton durch die Ware im Kopf. Keine. Vor allem AZ kann auch hochrappen, wissen wir. Aber er rappt hier tief und Nays rappt halt hier höher. Und dieser Stimmenunterschied, der passt hier so gut rein, ne? Ist auch nochmal so ein Wechsel. Nice. Liegt dir seine Nase und sonst, sie wollen Kristall, Kristall. Ich sag euch sogar ehrlich, das erste Mal, dass ich eine Pre-Hook mehr fühle als eine Hook. Normalerweise Pre-Hook denkt man, ja okay, und Hook geht man ab. Aber ey, die Pre-Hook hier von Nays ist übertrieben geil. Junge, der Beat auch, ne? Lucry und Swenna, ne? Sehr, sehr schönes Team, ne? Lucry vor allem. Hammer. Lucry macht, glaube ich, auch nur noch für KMN, ne? Kann das sein? Okay, ich glaube, das war's, ne? Leute, ich muss auf jeden Fall sagen, meiner Meinung nach ein starker, starker Song. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß nicht, kommt hier jetzt noch was? Ich glaube aber nicht. Können wir trotzdem mal kurz warten. Ja, Digga, auf jeden Fall, Nays Album wird hier natürlich nochmal im Outro gezeigt. Das war's mit dem Video, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, macht's gut, Leute, haut rein und ciao.